Hi! Na? Hallöchen, Leute! Willkommen zu ein wenig Minecraft. Ihr habt entschieden, eindeutig, dass wir das Minecraft-LP in Zukunft mit Facecam machen. Ihr habt mit 50% gesagt, dass es euch scheißegal ist. Und mich gleichzeitig als Kackbratze beschimpft. Und ich glaube, es waren irgendwie 30% oder sowas, die effektiv für Ja gestimmt haben. Von daher habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und das letzte Mal hatten wir Rami dabei. Diesmal nicht mehr. Wie man sich vorstellen kann. Und ich habe hier ein ganzes Zeug erstmal in die Kiste gepackt, denn ich konnte das nicht richtig auf den Server übertragen und sowas, musste deshalb alles in die Kiste stecken. So, der Plan für heute ist A, endlich mal diesen blöden Treppenabgang fertig machen und B, irgendwas anderes. halte ich für eine super Idee. Und dafür nehme ich erstmal die Treppen hier mit und meine Diamantspitzhacke. Rüstung hatte ich offensichtlich keine. Das ist jetzt wieder ein paar Tage her. Einige Wochen. Fast 4 Wochen seit der letzten Aufnahme und trotzdem gab es einigermaßen regelmäßig Folgen, weil Rami und Hani so viel aufgenommen haben mit mir. Fackel nehme ich noch mit. Das Eisen lasse ich erstmal da. Die Erde kann nicht schaden grundsätzlich. Das soll erstmal reichen. Und dem einen oder anderen wird auffallen, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, auch hier auf der 1710, für die, die mal in Sauerland gucken, wissen das ja schon, endlich die Shader zu installieren. Und das sieht einfach wundervoll aus. Schaut euch das an, vor allen Dingen bei Nacht. Ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich verhungere. Das ist nicht so schön. Imero, was... Geh mal da aus dem Zaun raus, so. Und was machst du eigentlich hier oben? Verschwinde, das ist meine Treppe. So. Unglaublich. Ich habe noch ein bisschen... Achso, hier ist meine Rüstung. Ach nee, war hier der Stuff? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir hier Brot. Und noch einen gebratenen Fisch. Und noch verrottetes Fleisch, mehr Fackeln, jawohl, ich nehme die Rüstung mal mit. Die Kohle kann eigentlich auch nicht schaden. So, dann mampfen wir erstmal. Nom, 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 nom. Okay. Das war so nicht geplant. Gut, dann ziehen wir noch die Rüstung an. Wunderbar. Und, habe ich noch irgendwas zu essen? Ich habe noch Kugelfische. Ich könnte natürlich einfach wieder angeln gehen. Ah, ich habe ja auch noch Karotten. Da war ja was. Ich habe immer noch keine Kartoffeln. Immer noch keine Kartoffeln. Aber das macht nichts. Wir gehen in den Untergrund. Denn ich habe Angst vor diesen Creepern da oben zum Beispiel und der Spinne. Ich habe keine Waffe dabei, ne? Ich glaube aber, da müsste ein Eisenschwert noch irgendwo sein. Das war eine Spinne, die habe ich genau gehört. Hier ist noch ein Eisenschwert, hier ist noch ein Eisenschwert. Oh, und hier ist noch eine Diamantspitzhacke. Na gut, dann fällt mir doch bestimmt gleich was auf den Kopf, oder? Nee? Na gut. Wenigstens sind wir jetzt ausgerüstet. Und ich habe wieder ein paar Gesprächsthemen vorbereitet. Ich habe auf Twitter gepostet von wegen Gesprächsthemen. Und ich möchte gerne, ich habe dafür einen Twitter-Hashtag benutzt. Ich möchte gerne, ich habe... Ah, da bist du. Ich habe aktuell für Sommerland und das normale Minecraft-Let's Play 2 verschiedene Hashtags für Gesprächsthemen und Fragen. Das möchte ich vereinheitlichen. Auf Hashtag Furcraft. Der ist auch dann im Sommerland und im normalen Let's Play eingeblendet. Ja, da könnt ihr dann Stuff hinposten. So, ich werde jetzt erstmal nochmal ganz hier nach unten gehen. Es war einen guten Deutsch. Und... Oh. Ah. Wie? Ah! Okay. Irgendwas Interessantes fallen lassen? Natürlich nicht.
Und werde mir erstmal einen Haufen Cobblestone. Eigentlich, nee, einen Haufen Cobblestone werde ich mir nicht nehmen, weil ich so viel Cobble gar nicht brauche. Aber ein bisschen was werde ich mir mitnehmen. Meine Herren, ey, das sieht echt episch aus. Oh, hi. Na, was geht? Bitteschön. Gut. Dann buddeln wir uns mal einen richtig schönen Durchgang hier, würde ich sagen. So, einmal das da. Das sieht nämlich voll kacke aus. Das ist voll kacke mit den Kobbel. Geht dich mal verbuddeln, Minecraft. Nee. Wir machen das da ein bisschen ausgiebiger, sag ich mal. Und dann machen wir da so einen richtig schönen Weg hin, würde ich sagen. Vielleicht mache ich den sogar noch, vielleicht mache ich den sogar noch einen Block höher. Das wäre eventuell gut. Würde ich mal sagen. Ich kann ja theoretisch, während ich hier jetzt einfach mal blöd buddele, kann ich mir jetzt schon mal ein bisschen ein Gesprächsthema raussuchen. Und ich habe da tatsächlich sogar eine recht interessante Frage von RPG Chesra. Der schreibt, was hältst du von zum Beispiel RPG Maker, in Klammern Entwicklern, die sagen, dass man sie nicht kritisieren dürfte, da sie ja alleine sind. Halte ich ziemlich wenig von. Denn im Endeffekt, okay, wenn wir jetzt wirklich komplett vom Thema aufs Thema Spieleentwickler uns beziehen, dann, so hart das jetzt für einige klingen mag, dem Spieler an sich ist es scheißegal, ob da eine Person hinter dem Spiel sitzt oder 200. Was im Endeffekt zählt, ist das Produkt. Und wenn das Produkt, das man entwickelt, da auch wieder, egal ob man jetzt alleine ist oder nicht, wenn das halt vollkommener Schrott ist, dann sollte man das dem Entwickler sagen. Ohne, dass dieser gleich eingeschnappt ist. Denn speziell im Bereich Game Development lernt man nie aus. Und gerade durch Kritik am Spiel, am Game Design, an der Technik, die eventuell nicht funktioniert, wächst man dann auch daran. Und es gibt leider, und das fällt mir erstaunlicherweise vorzugsweise in deutschen Communities auf, sehr viele Hobbyentwickler, die sich gleich auf den Schlips getreten fühlen und dann so sagen, ja, ich bin ja alleine. Das zieht leider nicht so ganz, denn es gibt viele gute Indie-Games und Hobbyprojekte, die von einer Person entstanden sind und die wirklich einen Heiden Spaß machen. Das ist leider A, eine Ausrede und B, keine besonders gute. Deshalb, ja, bin da von diesen Aussagen kein wirklich großer Freund, muss ich sagen. Man kann in sein Hobby Arbeit stecken. Und wenn man es halt erstmal nicht kann, dann muss man lernen, bis man es kann. Wenn man es wirklich ernst damit meint. Ansonsten kann man es auch gleich bleiben lassen. Braucht sich dann nicht wundern, wenn halt, man ein bisschen auf den Sack kriegt. So ist das. Ja. Ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Was machst du denn da? Okay. Doch, das sieht ja eigentlich recht cool aus. Ich glaube aber, ich mache das nicht überall hoch. Will ich das so breit lassen? Vielleicht, wir werden sehen. Was ich jetzt hier mache, ist ungefähr hier. Huch. Okay. Ach so. Nee, Moment, hä? Moment, ich muss mal irgendwas gucken. Hä, wo führt das hin? Warum ist da ein Loch in der Decke? Ah, deshalb ist da ein Loch in der Decke. Ja, okay, gut, das müssen wir dann eh nochmal ausfüllen. Das war ja jetzt ungünstig, Mensch. Na, egal. So, das machen wir ja nämlich jetzt so. Dann mache ich das nicht überall vier Blöcke hoch, sondern hier nur so ein bisschen in der Mitte. Und vielleicht noch links und rechts davon. Vielleicht so.
Machen wir so, okay? Ja, doch, machen wir das hier. Ab hier. Nee, ab hier. So. Heieieiei. Das ist ein ganz schönes Großprojekt da unten geworden, Mensch. Alle wollten sie bei mir im Untergrund arbeiten. Warum? Warum? Wer macht denn sowas freiwillig? Ist doch voll dunkel. So. Dann räumen wir hier noch ein... Wieder dieses Reingezoome. Ah, Mann. Das geht mir so auf den Keks. So, jetzt. Also. Das stelle ich mir folgendermaßen vor. Hallo. Was tun Sie denn hier? Stelle ich mir folgendermaßen vor. Wir nehmen uns Coblet de Stone. Und. Oi. Und füllen das hier nicht aus, sondern hier. Moment. Ah, okay, gut, wir machen das so. Ich habe mich gerade selbst verwirrt. Okay. Ja. Da ziehen wir jetzt hier einfach mal eine Wand hoch. Damit das nicht ganz so beschissen aussieht. Huch. Das kommt dann gleich nochmal weg. Ich vergesse manchmal, dass ich nicht im Creative Mode bin. So. Ah, Mann. Klicken ist schwer. So. Wunderbar. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Schön. Okay, jetzt gehen wir nochmal unten hin. Da lang, glaube ich. Ich verliere langsam den Überblick da unten. Langsam, aber sicher. Okay. Ich glaube, ich bin schon wieder aus Versehen reingezoomt. Also nicht aus Versehen. Ich kann ja nichts dafür. Es passiert ja einfach. Ist nur gern mal warum. Okay, und jetzt füllen wir das hier schön aus. Jawohl. Und das machen wir dann hier auch noch, damit das schön ordentlich aussieht. Würde ich mal behaupten. Schön rückwärts laufen und über Kopf arbeiten. Damit einem schön schlecht wird nach einer Zeit. Oh, ich hasse über Kopf arbeiten. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt. Zumindest im Sommerland. Im Sommerland-Let's Play. Glaube ich. Vielleicht. Kommt da was? Nein. Okay. Na, von mir aus. So. Okay. Und jetzt füllen wir das da auch nochmal schön aus. Und dann sollte das schon mal ein bisschen besser aussehen als vorher. Ist jedenfalls der Plan. Ach Gott, ey. Die Perspektive. So, machen wir so. Mensch. Das ist nicht ganz so blöd. Huch. Geht's ja runter. Wer hat denn diese Treppe da hingebaut? So. Okay, wunderbar. Gefällt mir. Butter noch weg. Jo. Oh, wunderschön. Und da muss definitiv noch eine Wand hin. Denn das ist nicht so wunderschön. Das ist unsymmetrisch. Das geht gar nicht. Haupt nicht. Okay. Hey. Okay. Okay. So. Das werde ich dann auch erst noch mit Kobbel auskleiden. Aber ne, ne. Ah, da ist noch Zeit. Ah, da ist noch Zeit. Okay. Okeli dokeli. Das sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Ja, 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 doch. Das könnte man jetzt fast mit einem Eingang verwechseln. Fast. Okay, jetzt werde ich noch Folgendes machen. Ich werde den Durchgang definitiv 4 Blöcke hoch machen.
und auch ein bisschen ausbauen. Ich suche mir mal das nächste Gesprächsthema raus. Au, So. Kommst du denn her?